So, jo, hey Leute, herzlich willkommen. So, Ansprache gleich mal verkackt. So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute mal wieder ein neues GTA-Video. Und zwar, ja, das neue Elgitten Guns. Elgitten Guns. Auf jeden Fall, Leute. Elgitten Gains 2 ist raus. Und ja, hier im Hintergrund seht ihr schon das neue Supersport-Auto. Heilige Scheiße, ist das geil. Hier seht ihr jetzt mal, ich tue uns natürlich voll auf. Aber jetzt schaut's mal oben rechts. Mein Geld geht weg, ey. Wie nochmal was? Jetzt heile vorher schon meine aus meiner Drittgarage ein paar Autos verkauft. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Money, aber Alter, der Wagen kostet einfach 2,2 Millionen. 2,2 Millionen, Leute. Und ja, das ist übertrieben einfach nur. So, Leute, und zwar, das Auto ist einfach sowas von brutal geil, Mann. Kein Scheiß jetzt, Leute. Ihr seht schon hier, das Auto fährt einen Spoiler aus. Das gab es in GTA noch nie. Sowas von geil. Muss man keinen Spoiler mehr lassen, das Customs dran klatschen. Und das Auto geht ab wie Kacke, Mann. Ohne Witz. Und natürlich habe ich auch wieder mein Rennen gemacht, ob es das schnellste Auto jetzt ist in GTA. Und das seht ihr jetzt, Leute. So, Leute, ja, ihr seht schon, Osiris und der T20 sind gleich schnell, so ziemlich eigentlich. Am Anfang zieht minimal der Osiris weg, aber das macht ja nichts. Und ja, Leute, der Sound von dem Auto ist auch richtig geil, sieht einfach mega aus. Mein Fazit für das Fahrzeug ist wirklich, man sollte sich's gönnen, wenn man 2,2 Millionen hat, kein Scheiß. Das ist so geil, das Auto. Und das hat so ein geiles neues Feature, dass der Spoiler ausfährt und alles. Es ist schon übelst flach, das Auto. Also von dem her, was steht dem noch im Weg, Alter? Geht ab wie Kacke. Nur der Preis ist halt nicht so schön. Aber das muss man halt mal einstecken. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, Leute, zieht euch noch den Sound rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, genau, lasst einen Daumen nach oben da. Und ciao, Leute. I'm jealous creeping through your Instagram and find myself asking why the fuck that I still give a damn about you, about us, like Mark, give her the fuck up. And although I hate his guts, I gotta give your man that thumbs up, cause he was bringing you close, now he's with the one I'm wanting the most. One minute I hate you, one minute I love you, and right now I'm writing and feeling them both. I can't stop.